Freunde der sanften Unterhaltung, hier geht's weiter. Vorbereitungen treffen, damit wir den Boss dann vielleicht doch besiegen können. Ich schaue gerade mal, ob ich nicht doch vergessen habe, irgendwas aufzuwerten. Aber eigentlich sind doch alle Boote aufgewertet. Tadam. Hier geht's noch besser. Stimmt ja. So, sorry an den Tippgeber. Ich bin immer von unserem Superschoner ausgegangen, aber hier hab... was? Stöcke. Getrockneten Frosch. Okay. Rote schwarze Witwe ist in der Steppe zu finden. Oh, da such ich mich doch tot. Wo soll ich denn da in der Steppe? Steppe wäre ja dann... Also müsste dann ja irgendwo hier... Eiseninsel. Ziegenschakal, Wildschweine, Doraden, Skorpione, Schlangen. Okay. Weiße Schakale, felsige Insel. Da steht's nicht. Hier gibt es noch einen Eisenbau, wenn wir nochmal wollen. Korallen, Dürrwurz. Landstreifen, Agave. Okay. Büffelregion, hier. Nur Spinnen. Die rote Insel wäre ja Steppe. Ich würde sie als Steppe bezeichnen. Und die Kupferinsel. Ansonsten steht hier irgendwo schwarze Witwe. Frösche, Pumas, Schlangen. Bei Spinnen gab es ja eigentlich überall, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Was ja nun jetzt aus der Region ist, beziehungsweise jetzt zuletzt gekommen ist. Noch mal irgendwo das sollte ja irgendwo, das ist ja Steppe hier, aber wollen wir dann noch mal hin? Eukalyptus, Rohrkolben, wollen wir hier wirklich noch mal hin düsen, einen beschwerlichen Weg auf uns nehmen? Ich trinke erstmal was. Habe ich gar nichts mehr drin. Uiuiui. Wollen wir da nochmal hin? Ich kann nochmal gucken, reparieren den Bogen. Ein Seil haben wir noch. Eisensperren noch mal reparieren. Die Sachen sind soweit gut. Eisenpfeile. Wir haben keine Pfeile mehr. Na gut. Ich habe eine ganze Menge Eisenpfeile verschossen. 1, 2, 3, 4. Bei der Schlange. So, Eisenpfeile. Federn nehme ich mal an. Nur mal gucken. Kupferpfeile, Eisenpfeile. Eisenpfeile. Wir kriegen immer nur ein. Eisenpfeilspitze 111. Das ist teuer. Das wird teuer. Ach ne, wir kriegen 3 pro. Und die machen wir an der verbesserten Schmiede. Lasst uns die mal tun.
anzünden. Herstellung da, mal gucken. Das platzieren Arbeit. Ja. Dafür haben wir das Eisen. In der Steppe kann ich ja aufpassen. So, und dann die Pfeile brauchen wir jetzt Steckchen, ne? Wie viele Pfeilspitzen haben wir jetzt? 12. Also brauchen wir 12 Steckchen. Gut. Und bei meinem Glück, oder wie es immer so ist, an der Werkbank. So. Ich hoffe, ich habe die getrockneten Frösche. Haben wir die jetzt alle verarbeitet zu Gift? Wenn wir die jetzt alle verarbeitet haben, wird das ein Unterfangen? Die Aufwertung. Eisenpfeil, Armbrustbolzen als Eisen. 50, 35. 50, 30. Gut, die Eisenpfeile machen ein bisschen weniger. Zehnmal. Haben wir jetzt 100 Pfeile? Eisenpfeile. Stand nicht gerade was mal 10? Bin ich denn nun ganz bedeppert? Platzieren. Eisenpfeil, Arbeit. Nee. Gut, weil ich gesagt habe, 10-mal. Gut, dann müssen wir den Bogen reparieren und den Eisenspeer auf jeden Fall und den Hammer. Und wenn ich jetzt anfange, ich frage mich, wie viele brauchen wir dann? Können wir gucken mal. Natürlich jetzt nochmal losziehen. Die ganzen Komodos da noch, Krokodile nochmal. Ach nee, Verbesserung. Und an die Spinner, die suchen. Also ich bin gerne bereit, die Spinnen nochmal zu suchen. Um einen Bauplan zu lernen, studiere diese Ressourcen. Also wir können sowieso nicht vorher loslegen, bevor wir die Spinne haben. Vorher weiß ich gar nicht, was wir brauchen. Bockhorn kann man wegpacken. Flachs können wir vielleicht noch verwursteln. Wir haben ja unseren tollen Webstuhl. Flachsstoff, da. Da. 6 Stunden. Die Zeit nehmen wir uns einfach. So. Flachsstoff kommt hier rein. Prima. Abgelagert. Eine Spitze haben wir noch. Ein Stock und eine Feder. Also was fehlt? Was hat ihm jetzt noch gefehlt, um den dritten zu machen? Also um den letzten zu machen? Halt. Eisenpfeile. 111. Arbeit. Okay. Manchmal schon etwas verwirrend. Verarbeitetes Hasenfell können wir noch trocknen. Dünger kann raus. Kommt die erstmal. Pfeffer wäre für Wärmepaste. Ja, die Taschen sind wieder so ewig voll.
Wie schaut es überhaupt hier aus? In 5 Tagen. Weil ich habe ja immer noch die Sache offen mit den zu erntenden. Zu erntenden Samenpäckchen. So. Und hier noch. Das kann mit hier rüber. Mais kann mit hier rüber. Komm. Und die Tomate, los, die essen wir. So, das ist nämlich erledigt. Vanille ist auch erledigt. Jetzt packen wir mal in unser Privatarchiv hier rein. Mal gucken, für was wir es brauchen. Blätter. Die Agave werden wir dann spätestens brauchen. Na, Platz. Oh ja. Da. Wenn es darum geht, dass wir unseren Schnaps brennen, dann haue ich mir mal das Fleisch noch durch. Eigentlich viel zu wenig Fleisch gebraten. Meistens esse ich nur mit der Steckchen haben. Noch eins. Ne, hier sind keine mehr. Und nehmen wir hier gleich noch mit. 4 davon, 2 davon. Haben wir jetzt noch normale? Nee, ne? Ich würde mir nämlich ganz gerne mal noch ein paar Verbände machen. Und schon wieder regnet es. Ich weiß nicht, was ich im Leben verbrochen habe. Dass die Spieler alle denken, ich müsste im Regen spielen, aber so. Ein Tasch mit geschmolzenem Gummi wollte ich nicht, ich wollte die machen. Und Fleisch. Dann packt er noch eins hinzu. Da. Muss ja nicht immer alles vergammeln, oder? Ach, das Lagerfeuer sieht so schön gemütlich aus. Mal gucken. Fleisch haben, das haben wir. Hier haben wir noch welche übrig. Bam 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 bam. So, erledigt. Anzünder raus, Kohle raus. Mal gucken. Hier war alles soweit durch. Hat man hier noch was drin? Da, guck mal da. Wir haben sogar noch Silber und guck mal, die haben noch Asche. Da. Nehmen. Und hier auch Kohle hier rein. Silber. Das Silber haben wir eigentlich nur für die Waffen gebraucht, wenn ich mir so recht entsinne. Den Speer reparieren wir. Ich verlasse mich zu gerne darauf, den Hammer. So, Bogen, die Bogensehne. Ja. Und das noch raus. Wollen wir wirklich nochmal losziehen? Wollen wir uns das antun? Eigentlicherweise
habe ich da gerade jetzt so nicht den Gedanken drauf, nur um das Boot aufzuwerten. Vielleicht wäre es ja eine Option, dass ich mir das einfach aufhebe für die Fortsetzung der Staffel. Was haltet ihr denn davon? Weil ich denke mal, zur Fortsetzung der Staffel als guten Einstieg die letzten Sachen zu machen. Weil ich müsste jetzt wirklich auf Krampf die Materialien, und die Dünger brauchen wir nicht, zusammenschustern, nur um das Material jetzt zu organisieren. Da sind wir ein paar Tage dran an der Sache. Ja, ich weiß es nicht. Der kann hinzu, das können wir rausnehmen. Nur für die Aufwertung jetzt. Und es ist halt eine ganze Menge Zeit, die ich jetzt da reinschmeißen würde, um die Materialien dafür zu besorgen und dafür. Und ich glaube, das will dann nun auch keiner mehr sehen, wenn ich die ganzen alten Wege zum tausendsten Mal lang gehe. Reife Kokosnuss, zack. Aber den Boss wollen wir auch machen, müssen wir uns auch vorbereiten. Und ich brauche die Kaktusstücke. Ich brauche so viel. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wir brauchen noch einen Anleger für unser Floß. Das würde ich heute mal noch mitmachen. Säge. Wir haben noch drei davon. Andere Säge. Da. Ja. So, dann setzen wir uns mal dann noch den Anleger für unser Kanu, für unser Floß. Herstellen. Und wieder suche ich's. So, und dann bräuchten wir jetzt rein theoretisch noch den Hammer und bauen hier noch die Stege dran. Da-dam, bam, bam. Stützenfundament, genau. Und jetzt noch die Treppe, ne? Herstellen die Treppe. Treppe. So. Beenden baue ich den F-Interaktion. Ach, da erstmal die Stützdinger. Okay.
Kleine Steinchen. Ja, wenn wir alles so viel hätten wie kleine Steinchen. Badum, badum, badum. Eins, zwei, drei, vier und eins für die Treppe. Holz. So. Na, da haben wir dann ja schon tausende Anlegemöglichkeiten. Eins und Stöckchen. Ja, fünf. Platzieren. Also wir brauchen nur eins, zwei und drei und Stöckchen. Okay, machen wir. Dafür haben wir es ja. Dafür habe ich ja Material von aller Herkunftsländer mitgeschleppt. So. Ein. Und in Stöckchen. Nehmen wir mal zwei mit. Wer weiß, für was wir es brauchen. Ja, dann. Gut. Super, wir kommen gut ran. Trockenen Fußes. Ja, ist ein super Ableger. Das muss sozusagen reichen. Hier waren wir soweit durch. Ja. Ich bin halt immer noch am Grübeln. Nur für die Aufwertung. Aber wir werden ja sowieso nochmal darüber müssen. Und schlafen müssen wir. Wir werden ja sowieso rüber müssen, weil wir brauchen noch so viel Material. Dann trink doch was. Herstellung da. Zack. Schlafen. Ups. Die Taste ist da. Wo wollt man hin? Vor Insel, ne? Wir gucken einfach mal, ob es schon nachgespawnt ist. Wir sind doch schon ein paar Tage her, wo wir dort waren. Und wenn nicht, müssen wir halt nochmal wiederkommen. Ja, warte, das wohl das Wasser so schön blau war. Zack. Warum die nicht mehr gepasst haben, weiß ich auch nicht mehr so recht. Waren das überhaupt die Stelzen? Könnt ihr mal probieren. Bewegen. Geeignete Oberfläche. Nur weil die Steine da unten drunter sind. Na gut, dann kriegt man halt nasse Füße. So. Aber. Gut, wir müssen nicht. Wir müssen uns jetzt nicht geheilen. Geheilt da. Da. So, Bogen und let's go.
sieht so schön aus hier unten drunter. Okay, du hast deine Maske nicht, aber erstmal tauch nicht so lange. Also los. Gib her. So, erstmal, damit wir unser Heiltränke machen können. Die sind erstmal wichtiger als die Aufwertung. Und die Pfeile mit, die waren teuer. Was? Besonderes Objekt? So ein Ast neu mit dazu gekommen. Autsch. Elu, Puma. Immer dahinter gehen. Was soll's? Was ist es denn? Au! Gott! Und die nehmen wir mal mit. Ich bin immer so gesprungen. So, auf dem Rückweg kann man hier die Kakteen mitnehmen. Ja, das ist abartig böse. Ich bin ja immer das ganze Feld. Das ist ein besonderes Objekt. Zeigt es nicht mehr an. Theo, großer Ast. Also hier.
Ihr wollt bitte nur den Rücken fallen. Aber kann man mitnehmen. Ei, 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 ei. Komm, wenigstens ein bisschen was mitnehmen. Die Pfeile 15. Aber mindestens noch eins. Ja. Nee, mein Pfeil. Ja. Wichtig, weil teuer. Ananas. Yay, Ananassamen. Zack. Aha. Ja, dann kriegen wir das Achievement hier vielleicht auch noch voll. Hat sich das sozusagen jetzt schon gelohnt, hierher zu gehen? Mal gucken, wie viel wir davon zusammenkriegen. Bei Agaven haben wir. Aktuelles Wetter klar. Na klar. Ja. Dann, naja, so, die Ananas hat man. Tadam. So. Naja, ich glaube, da kann man genug mit uns rumschleppen.
Nur aufpassen am Ausklang. Warten noch mal so ein paar von den Tropskoffern. Die Frage ist, wie schnell an sich darum. Die hatten wir jetzt alle. Nichts vergessen. So. Hier waren wir. Ist nämlich eine wertvolle Ressource. Hier ist das einzige Fleckchen, wo ich mich dran erinnern kann, wo das Zeug zuhauf rumstand. Aber wir haben noch ein Büchlein zu lesen. Aue. Da. Eigenkaktus, die haben wir. Die haben wir. Nehmen wir noch ein Stöckchen mit. Solange wir es noch tragen können. Badam, bam, badam, badam. Hat er noch Fleisch und so ein Quark? Jetzt muss ich hier aufpassen, weil hier könnten noch welche draußen rumrennen. Badam. Mit welchen Pfeilen? Ah, ich schieße gerade mit Obsidian-Pfeilen. Okay. Wenn das für die auch erstmal reicht, will ich mich mal nicht beschweren. Ich kann die fette Pilzsuppe machen. So. Ich sehe, jetzt müssen es keine mehr rumrennen. Ja. Müssen es hier noch frische Spuren. Nur alle mit. Naja, da haben wir zumindest den ersten Step dann schon mal geschafft. Wir haben die Materialien für unseren Alkohol. Wir können noch mal ins Lager gehen. Zack.
Also das ist doch... Also ich habe so nicht in Erinnerung. Und klar, die waren schnell und flink, die kleinen Scheißerle. Aber dass sie hier so eine Flugshow abziehen, war mir nicht so bewusst. Ist schon ein Schnupfen. Esten. Kommt ihr noch mit? Rennt noch mehr rum. Ich will aber die Kakteen. Rest dürft ihr alles behalten. Ihr Herz allerliebsten. Wenigstens ein bisschen ins Lager zum Schlafen wäre eigentlich so verkehrt nicht. Ich wollte doch nur das bisschen Kaktus. Es könnte ja durchaus jemand so lieb gewesen sein und so das Zeug hergelegt haben. Was es damals, wo wir im Lager waren, noch nicht gab. Ich weiß, es gab Haufen Schlangen. Ja. Badum, badum, badum. Mindestens mal so fette Ausbeute gemacht.
Holzstämme. Alte Baumstämme. Okay. Und die liegen lassen. Hey. Das sind Samensäcke mit irgendwas, was wir noch nicht haben. Hätte mir gefallen, aber gibt's scheinbar nicht. Gut, dann. Schrotthaufen, 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 Schrotter. Ne, hier ist nichts. Gut, Freunde. Ich würde sagen, dann bis hierher. Morgen geht's dann an dieser Stelle weiter. Und dann mal gucken, wie viel Alkohol wir herstellen können. Vielleicht schaffen wir ja ein bisschen was. Gut, also in diesem Sinne. Falls jemand einen Tipp hat für die schwarze Witwe, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund und schaltet wieder ein zur nächsten Folge. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.